Ja, hallo meine E-Football-Freunde, wie geht's euch? Chris Cross hier mit einem weiteren Video am Start für euch. Und wir haben nur noch einen Tag, Leute, einen Tag bis E-Football 2023 Season 1, Leute. Die Saison 1 kommt morgen raus, Leute. Hier, wir sehen es nochmal. Danke nochmal an Startover76, Leute. Sensationelles Bild, eigentlich. Das so ein bisschen, ja, die Vorfreude pusht. Was heißt ein bisschen, Alter? Wir sind voll im E-Football 2023 Hype. Wer ist es? Schreibt's in die Kommentare. Wer ist es vielleicht auch nicht und sagt: Nee, ich gebe Konami keine Chance mehr. Der Daumen geht eher nach unten. Würde mich auch interessieren, Leute. Aber hier, man sieht schon die Themen. AC Mailand spielt eine Rolle, ne? Ja, und ich will euch nochmal daran erinnern, dass es einen 12-Stunden-Stream gibt. Morgen Vormittag um 9 Uhr starte ich die ganze Update-Party. Am 25.8., wie gesagt, Donnerstag, morgen ist es endlich soweit, Leute. Man kann auch da oben schon mein neues Logo erkennen, da komme ich später nochmal zu, bin ich sehr stolz drauf, Leute. Im Hintergrund hier sieht man, das Criss-Cross Army Trikot wurde von Leuten aus meiner Community erstellt. Mega geil, Dario, danke nochmal, auch an Fab, herzliche Grüße an dieser Stelle. Ja, Leute, ne, ich bin stolz, hier Leuchtschilder und so weiter, Gaming Room nimmt Form an, wird alles auf jeden Fall noch geupdatet, aber jetzt soll es um eFootball 2023 gehen. Was sind eigentlich die aktuellen Infos, Leute? Vielleicht kommt heute im Laufe des Tages auch schon wieder was Neues raus. Das Video nehme ich hier gerade am Mittwochabend auf. Deswegen, Leute, ja, ich werde euch immer jetzt die News bringen. Ich werde neue Videos hier auf YouTube am Start haben. Ja, ich bin wieder im Fieber. Wir waren alle so ein bisschen eingeschlafen, ne? Vom Content auch. Wir hoffen auf Neuigkeiten und so weiter, auf Content, Content, Content eigentlich und mal gucken, ob uns Konami überrascht und was sie für uns ja, am Start haben. So ein bisschen Einblicke haben sie uns gegeben, deswegen ja, würde ich mich freuen, Leute, an dieser Stelle ein Like von euch zu bekommen, ganz wichtig, ja, um das Video zu meinem Kanal zu supporten, mein Video zu supporten und eigentlich uns als Community, als eFootball Community zu supporten, wäre mega nice, ne? Like wäre geil. Leute, wir gehen rein, ne? Let's go, ich zeige euch, was es so Neues gibt. Und zwar gibt es auf der offiziellen Konami Homepage, Leute, wieder eine spannende Information. Und da könnt ihr mir mal unter die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und was das zu bedeuten hat. Ich habe so ein bisschen Schiss, muss ich an dieser Stelle sagen. Hier steht Informationen zur Aktualisierung auf eFootball 2022 Version 2.0.0. Überall machen sie Werbung, dass sie es updaten auf 2023, Leute. Und diese Nachricht hier vom 22.8., ne? Ja, vom Dienstag ist so ein bisschen besorgniserregend. Wir veröffentlichen 2.0 für eFootball 2022 am 25.8. Als Zeichen unserer Dankbarkeit für ihre treue Unterstützung erhalten alle Benutzer, die die Aktualisierung 2.0 bis zum 29.8. installieren, einen Zufallsdeal. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich in diese Legends Selection gehen können und da ja versuchen können, eine Legend zu ziehen. Oder vielleicht auch eine neue EP-Karte. Man weiß es nicht, Leute. Ja, auf jeden Fall anmelden, ne? Abholen im Posteingang und dann geht's los, Leute. Aber echt, mich wundert das hier so ein bisschen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit eFootball 2022. Warum auf einmal diese Nachricht? Diese Nachricht ist auch über die Mobile-App so zu lesen. Dann ist sie auch in-game so zu verstehen. Das hat mir so ein bisschen und dem Stream-Chat in meinem Livestream, Leute, so ein bisschen Sorge bereitet. Apropos Livestream, wo könnt ihr mich überhaupt sehen morgen? Das ist ja auch ganz wichtig. Twitch.tv/crisscross. Ich zeige euch nochmal meinen Twitch-Kanal. Ich bin nicht auf YouTube live, ich bin auf Twitch live. Das nochmal ganz wichtig, Leute. Ja, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Ich hoffe einfach auf einen Druckfehler. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe einfach, die haben sich vertippt, weil die natürlich auf anderen Seiten das auch anders angekündigt haben. Wir gehen mal rein und schauen mal, Leute. So. Ja, zweite Nachricht hier, Leute. Was sehr interessant ist in Bezug auf das Update, Leute. Und hier steht es dann nochmal anders vom 23.8. Here's some additional information regarding the eFootball 2023 Version 2.0 Update. Ja, Leute, also 2023. Deswegen gehe ich davon aus, es war ein Druckfehler. Leute, und das ist das Spannendste ever jetzt eigentlich an den News. Also, was heißt das Spannendste? Nicht das Spannendste hier in diesem Video, aber eins der geilsten Dinge für die ganzen No-Money-Player. Muss man ganz ehrlich sagen. Die Leute, die kein Geld investieren, die reingrinden. Event Rewards Variations. You will be able to earn eFootball Coins and other rewards from events, so stay tuned. Leute, ihr werdet in diesen Event-Belohnungen, die es da gibt, ne? Eigentlich so von wegen weg mit den Events, oder?
Aber wenn sie die jetzt spannend gestalten und bessere Belohnung raushauen und man auf einmal irgendwie, was weiß ich, für 3 Siege am Stück 300 Coins bekommt und man dann ziehen kann, wäre es schon wieder ganz schön nice. Wisst ihr, was ich meine? Also man wird auf jeden Fall bei irgendwelchen Events oder ich hoffe Turnieren die Möglichkeit haben, wirklich Coins zu gewinnen. Und das ist wieder spannend für die Leute, wie gesagt, die kein Geld investieren wollen und die dann trotzdem in die richtigen Legends reingehen können. Legend Selections, diese anderen Selections, die einmal in der Woche kommen, die Featured Players und so weiter. Geile Sache. Also muss ich euch loben, Konami. Ne? Ja, hier ist es nochmal so, dass im Trainingsmodus Frankreich und England das Heimrecht getauscht haben, sozusagen, dass die spielbar sein werden im Trainingsmodus. Ne? Was die Trikots angeht, Leute, sind nicht alle Clubs aktuell. Steht hier auch nochmal. Ne? Also Anfang Oktober, Leute, wird es neue Trikots geben für alle, die interessiert sind. Das nochmal eine Zusatzinfo, was den Friendly-Modus angeht. Also Freundschaftsspiele mit Freunden in diesem Modus gegeneinander wird erst Anfang Oktober kommen, Leute. Das gibt es am Donnerstag bzw. morgen noch nicht. So, ja, dann bedanken Sie sich nochmal. Hoffentlich gibt es für ein paar Nachrichten dann vom Admin wieder ein paar GP-Geschenke, oder? So, wir gehen mal weiter. Und zwar, Leute, ist das auch eine sehr spannende Geschichte hier. Merken Sie den Termin vor, den 25. wie gesagt. Das Update eFootball 2023 wird am 25.08.2022 veröffentlicht. Patch-Notizen und Informationen zur Gameplay-Verbesserung werden ebenfalls am Tag des Updates zur Verfügung stehen, Leute. Gameplay-Verbesserungen, Wir hoffen drauf, Leute, dass sie das nicht einfach nur so schreiben. Wir hoffen auf Gameplay-Verbesserungen und was das für Verbesserungen sein werden. Mir jucken so die Finger, ich bin wieder so im Hype, Leute. Wie wird sich dieses Spiel anfühlen? Wird es nochmal geschmeidiger werden? Wird die Grafik geiler sein? Was wird eigentlich alles installiert sein? Mega geil, also kommt mit mir in den Livestream, wir werden alles austesten ab 9 Uhr morgens, 12 Stunden lang, Leute, werde ich da reinknallen. Wichtig, dass ihr dabei seid und dass wir das Ganze mal ein bisschen pushen, ne? Und ich hoffe nicht enttäuscht werden, das wird wichtig. Leute, dann gibt's weiter hier, ne, nochmal ein paar Pictures, richtig geil. Inter Trainingsshirts jetzt mit eFootball, ne, habe ich ja schon mal erwähnt, Leute, das sind die Picks und das ist dieses Förderzentrum, das sie da installiert haben. Hier nochmal geile Bilder zu diesen Trikots. Ich habe welche von AC Mailand bestellt, Leute. Ich habe mir die Trainingsshirts von AC bestellt, bin ich stolz drauf. Endlich mal was Offizielles von eFootball tragen mit eFootball-Werbung. Wenn das von Inter rauskommt, ich bin schon am gucken, dann bin ich sofort dabei, dann muss ich es auch haben. Ist so, wie es ist. Geile Sache, ne, eigentlich, ja. Hier ist es nochmal, ne, das Förderzentrum. Mega geil mit dem Inter-Wappen da drüber. Das ist schon nice, Leute. So, lehnt euch zurück. Jetzt In-Game-Bilder von eFootball 2023 mit dem neuen Partner AC Mailand, Leute. Wir gucken uns den neuen Trailer zusammen an und ich sag da nochmal was dazu. From players to fans. From Milan to the world. Wie er hier den Tisch umschmeißt, auch geil, ne? Ich mache aber so ein bisschen Stopp zwischendurch. Together. We the many. Rebic, die Frankfurter sind spätestens jetzt wieder dabei, oder? Na. You hear us before you see us. Feel our passion. Wenn man das so sieht, Leute, Gänsehaut, muss ich echt sagen. Ich habe schon im Stream gesagt, Leute, endlich kann Konami die Leute auch mal ein bisschen mehr abholen durch die Trailer, ne? Ja, UFL hat es vorgemacht, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Apropos UFL, Leute, die werden in dieser Woche das Release-Datum bekannt geben. Das sei auch mal jetzt gesagt, nicht nur eFootball-Werbung hier auf meinem Channel. Auf meinem Channel wird es auch UFL-Gameplay und alle News geben. Also, UFL-Release-Datum diese Woche. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Badge. One game unites us all. Leute, und jetzt dachte ich, wäre der Trailer vorbei. Auf einmal geht's weiter und wir sehen auf einmal schon AC Mailand im Game. Mega geil mit den Legends, passt auf. San Siro. Ah, Ibrakadabra, Leute, jetzt am Start hier. T-Shirt vorbestellt von mir. Hoffentlich kommt's an. Hoffentlich kommt's morgen schon an. Das wäre geil zum Update. Leute, hier haben viele kritisiert. Ey, das ist doch bestimmt
Der Mobile-Trailer, man muss echt sagen, Katastrophe hier im Hintergrund, die Grafik, Alter, guckt euch das mal an, wie schlecht das Dach gemacht ist, ne? Also es muss eigentlich im Endeffekt der Mobile-Trailer sein. Das kann hier nicht Next Gen bedeuten, das muss man auch ganz klar sagen, ne? We the proud. The new generation. Work with elegance. Clarence Seedorf, Leute, und hier Ronaldinho, mega nice. Feiern wir alle, dass sie da reinkommen nochmal als neue Legends. Yes. Leicester. Van Basten. Leute, da würde ich auch 150 wieder reinknallen. Für den Van Basten, den brauchen wir unbedingt bei meinem Team. Leute, da freue ich mich auf Van Basten, Junge. Hier auch ein geiles Shirt. Ich habe mir aber das andere geholt. Ja, da ist es. Das Longsleeve-Ding habe ich mir gekauft, Leute. Das muss auch ankommen. Jetzt hoffentlich am Wochenende, Alter. Mega geiles Ding, feier ich. Ne, könnt ihr mal gucken. Gibt es im Internet überall auf den... in diversen Shops, ne? Gibt es überall. Strive for. Aber ist überall ausverkauft. Das wollte ich auch dazu sagen. Viele sind ausverkauft. Innovation. Create with passion. Sempre Milan. Sempre i football. Sempre! Leute, feier ich! Sag ich euch, wie es ist. Sag ich euch, wie es ist. Und heftig. Dazu jetzt, Leute, auf der offiziellen eFootball Konami Homepage aus Japan. eFootball 2023 hat eine neue AC Mailand Lizenz. AC Milan Mitglieder erscheinen in den Original Designer Karten im Club Pack, das am 25. August erscheint. Leute! Leute! Wie geil sind diese Karten, bitte? Also eins kann Konami Design jetzt dieses Jahr. Das muss man echt mal sagen. Feier ich extrem. Also diese Karten sind Weltklasse geworden. Ey Leute, diese Karte, dieses Pack muss ich alleine schon kaufen. Es wird wahrscheinlich 1500, 2000 Coins kosten. So um 20, Alter. 15 bis 20 Euro. Leute, ganz ehrlich, diese Karten, Ibaka, guckt euch die Werte mal an, Alter. Guckt euch die Werte mal an. Ja, Tonali mit 94 DNF hier. Richtig, richtig geil, Leute. Ibra, ne, ist am Start. Hier auch einen Olivier Giroud, auch nice, ne? Ja, also ich muss dieses Pack haben. Ich sag euch, wie es ist, ne? Das ist schon eine geile Nummer. Danke Konami, dass ihr da euch so ein bisschen, was das Design angeht, weiterentwickelt. Die Werte sind brutal. In welche Sphären wollen sie noch mit den Werten? Da bin ich mal gespannt, ne? Ja, geile Infos, Leute. Wir gehen weiter, wir gehen weiter. So, das ist hoffentlich ein Ingame-Bild. Oben seht ihr oben drüber eFootball 2023. Champions League, aber die AFC, ne? Nicht die normale Champions League, Leute. Und wir können hier mal gucken. Das Stadion, das ist auch im Game vertreten. Und es scheint so, dass das ein Ingame-Bild ist. Vielleicht vom Stadion, von der Grafik her, vielleicht sogar verbessert. Das ist auch ganz interessant. Dieser Ball ist ja auch im Game drin. Und mal gucken. Ich hoffe, dass sie da wieder Events reinbringen, wo wir dann diese Mannschaften gegeneinander spielen konnten. Konnten wir am Anfang und dann ist es irgendwann ausgegraut gewesen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie zu eFootball 23 da voll starten wollen mit Content, Content, Content. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen, Leute. So! Wir machen weiter mit Hal Spark, Leute. Das ist der neue Brandmanager hier von Konami. Entschuldigung, Konami. Hab mich versprochen. Weiß auch nicht, wie ich auch noch drauf komme gerade. Leute, und ja, er ist auf jeden Fall einer, der jetzt auf Twitter mit uns kommuniziert, mit den Fans dieser Serie. Endlich ist Konami da so ein bisschen transparenter und beantwortet Fragen. Finde ich mega geil. Hier auch ganz spannend reingekommen vor 4 Stunden. Do you have any idea if Konami has a plan for the World Cup? Campaign or DLC? Und dann postet er einfach nur das hier. Bzzzt. Er darf nichts sagen, aber solche Augen. Ja, man weiß es nicht, Leute. Wird Konami auch Rechte haben an der Weltmeisterschaft? Das wird interessant sein, Leute. Ja, und er
kündigt es hier nochmal an, ne? Also auch wie er es ankündigt, wie er mit uns schreibt, ein weiterer Schritt auf dem Weg unseres New Generation Game. Ja, dann zeigt uns bitte auch New Generation, auch von der Grafik bitte in Zukunft, meiner Meinung nach. Trotz der Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert waren, unternehmen wir einen großen Schritt, um die neuen Kader und Lizenzen vor weiteren Updates zu Beginn der Saison zu ergänzen. Die Vision der eFootball-Plattform baut sich auf und sie baut sich gut auf. Also er ist mega zuversichtlich, Leute. Er macht uns richtig Hoffnung hier, ne? In seinen Twitter-Nachrichten. Und er ist wirklich echt sehr präsent, ne? Ja? Er ist sehr, sehr präsent. So, wir gucken nochmal Nachrichten von ihm an. Also auch hier, ja? Jedes Mal, wenn du Feedback geben willst, bin ich ganz Ohr. Und obwohl ich das Spiel sehr genieße, ist es nicht meine Priorität, meine persönlichen Gedanken auf Twitter zu teilen. Die der Community zu gewinnen, ist meine Priorität. Mega Typ, Leute. Guckt ihn euch an. Er baut die Brücke jetzt zwischen den Zuschauern und Konami auf. Sie geben uns auf einmal... Oder schenken uns ihr Ohr. Leute, wenn sie uns noch Content schenken, dann im Nachhinein, dann sind wir doch alle zufrieden. Feiern wir extrem, Leute. Ja, kommt auf meinen Insta-Kanal. Hier habe ich noch mal Werbung gemacht. Möchte ich euch noch mal kurz präsentieren, Leute. Für morgen, Leute. Erstmal hier Monsterzahlen, noch ohne Content auf Twitter geschrieben. Let's go. Das ist hier nicht ganz so interesting, auch interesting. Aber hier habe ich noch mal das mit den Münzen erwähnt. Neue Eventbelohnungen. Die Coins sind am Stissel, Leute. Upcoming AC Milan Packs habe ich erwähnt. Hallo, meine lieben E-Football-Freunde, Chris Kloss für euch mal wieder am Start. Ne? Wo ist meine Army? Representen. 12-Stunden-Stream, merkt euch das, 2 Tage, dann geht's los. Hier, guckt. Boom! Chris Kloss Army, jeder ist Donnerstag dabei. Ich weiß einfach von euch, bestes Trikot Nummer 28. Am 2.9. werde ich echt endlich auch 28 Jahre alt. Da passt das auch, Chris Kloss, ihr kennt's. Leute, Best 28, man weiß es auch, ne? 28 Jahre alt, man kennt's doch. Leute, PES Rest in Peace, PES Gaming, mein altes Logo, am 25. jetzt oder am 24. in der Nacht zum 25. schalten sie ja alle und deswegen habe ich das Trikot noch an. PES, Leute, Rest in Peace, Leute, PES 2021 Season Update. Sie werden die Server runternehmen, weil sie sich wünschen, dass alle eFootball zocken. Es ist traurig für alle PES-Fans, ich weiß es, aber... Ne? Weiter geht die Entwicklung. Wir sind gespannt, wo diese Reise hingeht. Konami ist anscheinend echt ganz am Anfang, aber sie kümmern sich mehr um uns. Mal gucken, wie es weitergeht. Geschichte, ja. Man muss echt sagen, hier geiles Logo, feiere ich immer noch. Aber, Leute, pünktlich zu eFootball 2023, ja, präsentiere ich meiner Crisscross Army mein neues Logo, Leute. Nicht das Logo, das ich euch hier jetzt zeige, das ist auch neu, Crisscross Army. Alter. Neues Leuchtschild, bin ich mega stolz drauf. Danke Night Rage an dieser Stelle nochmal, muss man ganz klar sagen, habe ich euch schon erwähnt. Aber hier, ich meine auch Start Over, der mir mein neues Profilbild, mein neues Profillogo, mein neues Twitch-Logo, YouTube-Logo, überall wird es zu sehen sein, erstellt hat, Leute. Auch da entwickeln wir uns weiter. Für die Community haben wir auch demnächst den Community-Pokal, wenn die Friendlist kommt. Da werde ich extra Video nochmal zu machen, Leute. Und ja, es bleibt einfach nice, wir sind weiter im Hype. Leute, entworfen natürlich von Mark Furious alias Startover76, Leute, auf Twitch, ihr kennt nicht, blenden jetzt nochmal ein hier. Ja, sein Kanal. Macht euch auf was gefasst im nächsten Story-Abschnitt, Leute. Hier ist mein neues Logo. Danach nochmal Ankündigung. Beste, ne? Also, Leute, kommt rein. Ne, hier, die Army, die brauche ich, wenn es heißt 12-Stunden-Stream. Let's go. Let's go. Euch brauche ich, Leute, meine YouTube-Freunde. Ich hoffe, jeder einzelne von euch wird am Start sein. Morgen ab 9 Uhr. Und ich möchte euch an dieser Stelle, Leute, boom, mein neues Logo präsentieren. Ich bin mega stolz. Danke, Marc, nochmal an dieser Stelle. Danke, Startover76, Alter. Chris Cross eFootball Gaming. Das ist der neue Style, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen, bin sprachlos. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich hoffe, euch gefällt's, Leute. Ja. Und ja, ich würde mich freuen. Kommt rein in den Stream. Wir werden das Ganze ganz genau analysieren, was ist passiert zu eFootball 2023. Hat Konami nochmal eine Chance bei vielen, die es auch abgeschrieben haben, Leute. Auch vom Gameplay her, gibt es Verbesserungen, gibt es neue Ingame-Inhalte. Wie sieht es eigentlich aus mit Script? Wie sieht es aus mit Momentum? Wie sieht es aus mit neuen Inhalten? Müssen wir immer nur noch von Division 3 in Division 1 wieder schwitzen? Was ist eigentlich neu? Wo will Konami hin? Werden sie uns noch eine Roadmap veröffentlichen? Wann genau was kommt? Wann genau kommt die Meisterliga? Ich hab's vergessen, Leute. Der Community Manager, der neue, der hat auch getwittert, ja, macht euch oder merkt euch auf jeden Fall den 1. April vor, da wird es insofern keinen Scherz geben. Also Leute, 1. April vormerken, da wird auf jeden Fall was kommen, da bin ich mir sicher. Also,
Schaltet ein auf twitch.tv/chriscross, Leute. Mein Link von meinem Streaming-Kanal, wo es dann halt morgen zur Sache geht, den findet ihr direkt oben als erstes in der Videobeschreibung, ne? Ja, jetzt ein Abo hier auf YouTube dalassen, ist völlig kostenlos, Leute. Follow auf Twitch, schön das Herz ausfüllen dort. Und einen Like an dieser Stelle für das Video würde ich feiern. Let's go, Leute. Wir sehen uns morgen. Ich werde mich ausruhen für einen geilen Stream. Let's go. Bis dann, meine eFootball-Freunde. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschaußen.